Pflichtaufgabe für den BVB am zweiten Spieltag in der Champions League gegen Sporting Lissabon, die 5:1 gegen Ajax Amsterdam verloren haben. Aber Pflichtaufgabe, das sagt sich so leicht. Der BVB auch durchaus personell etwas angeschlagen. Haaland schaffte es in die Startaufstellung, Reus nur auf der Bank. Und Sporting Lissabon war nicht hier, um sich einfach geschlagen zu geben. Die sind ja auch nicht ohne Grund in die Champions League gekommen. Hier ist es ein Ball von der linken Seite, der aber schlecht mitgenommen und angenommen wird, sodass Kobel sich den Ball schnappt. Nach einer Viertelstunde gab es Aufregung, vor allem Coates beschwert sich hier. Der Ball ist weg, dann haut da Haaland um, nimmt den Norweger von den Beinen und es gibt Strafstoß. Der wurde nochmal überprüft, aber alles richtig, durchaus nachvollziehbar. Und die Chance aus 11 Metern aufs 1:0, es wurde eiskalt ausgenutzt von Erling Haaland. Der Gefaulte tritt selbst an, verlagert den Keeper, der kann nur noch hinterher schauen. Und der Mittelstürmer beweist, warum er so wichtig für die Borussia ist. Mittlerweile hatte der BVB das Spielgeschehen komplett unter Kontrolle. Über eine halbe Stunde gespielt, sie drängten auf den nächsten Treffer. Dahoud, Haaland nochmal rausgelegt zu Meunier. Haaland bekommt den Ball wieder. 2:0, 33. Minute. Lissabon eigentlich mit extrem viel Spielern, sogar im eigenen 16er. Haaland läuft einfach durch, leitet das Ganze ja selber ein durch den Pass nach außen zu Meunier. Ins kurze Eck, dann ein harter Abschluss und nichts mehr zu halten. Noch nicht ganz Pause, Dortmund machte weiter und holte sich den Ball immer schon in der gegnerischen Hälfte wieder. Sporting kam kaum noch in die gefährliche Zone. Stattdessen eben nochmal der BVB, Daniel Malen probiert es hier, scheitert aber aus kurzer Distanz, starke Parade des Keepers von Sporting Lissabon, aber vollkommen souverän und vollkommen verdient nach 45 Minuten die 2:0 Führung. Und Dortmund hatte auch im zweiten Durchgang Spaß hier im Westfalenstadion nach vorne zu spielen. Wieder Malen, Erling Haaland quergelegt, Witzel wieder. Haaland, der drückte hier auf seinen dritten Treffer und damit wohl auch dann die vorzeitige Entscheidung. Noch wollte sie jedoch nicht fallen. Nichtsdestotrotz ein guter Auftritt der Elf von Marco Rose. Dann wieder mal was von den Gästen. Der Ball in die Mitte von Akanji zunächst bereinigt. Hazard verliert aber den Ball und nochmal Sporting Lissabon. Palinha aus der zweiten Reihe. 58. Minute. Sieht Kobel dann aber auch, wenngleich am Ende gar nicht so viel fehlte. Die Zeit lief so davon, dem BVB konnte das nur allzu gut schmecken. Sie kamen nochmal, wollten das 3:0, Guerrero, Malen, Haaland, aber Pfosten. Und wir sehen gleich in der Wiederholung, der Keeper der Gäste mit einer super Reaktion ist mit den Fingerspitzen noch dran, sonst wäre er sicher eingeschlagen. Und so bleibt es am Ende beim 2:0 souverän und vollkommen verdient am zweiten Spieltag. Der zweite Sieg für den BVB.